Wollen wir die Hotelstory erzählen? Oder? Ja, so. Ach, die beim Spannend, oder was? Das ist uns noch peinlich. Das war gut. Ich dafür bin nicht hier. Also Gustav ist in seinem Hotelzimmer, sein Playboy runtergefallen. Ja. Dabei hat er aus dem Fenster dann geguckt und hat schräg gegenüber... Genau die gleiche Stellung wieder gefunden. Nein, also wir standen so, also Gustav hat es ja entdeckt, hat es darauf aufmerksam gemacht. Du, ja. Tom, du warst da. Du bist auf der Terrasse lang gegangen und hast hier das Hotelzimmer abgesucht. Also im Endeffekt, also es fing an, es ist ganz harmlos, es stand im Prinzip so ein Waschbecken. Richtig. Es stand ein Mann im Stehen. Und nein. Es stand ja ein Mann am Waschbecken und er hatte sogar noch einen Schlüpfer an. Oh, eher schön auf ein Grätchen mit Baumwoll. So Baumwollschlüpfer. Im Sonderangebot auf dem Grabbeltisch. Wir haben erst gedacht, der wäscht sich oder so, weil der kann direkt am Waschbecken. Ja, und dann auf einmal sehe ich aber die Beine um ihn so rumschlingeln. So. Und dann habe ich mich schon so gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's los. So, schön und dann vom Waschbecken runter und die üppigsten Zähne schön auch im Stehen. Ja. Und dann geht's los. Aber die haben auch alles ausprobiert. Immer dann nebenbei so ein Buch gehabt, kann man suchen, welche. Komplett, die haben alle Stellungen ausprobiert. Und vor allem das Geile war ja, die waren ja erst im Stehen, so mitten im Raum. Und das Bett stand quasi direkt am Fenster. Und wir dachten immer so, ey geil, wenn die jetzt noch aufs Bett gehen. Und dann so richtig schön von hinten und alles. Und wir standen direkt wie so, schön bitte geht aufs Bett. Und zack, lagen sie auf dem Bett. Und alle Stellungen, alle. Keine ausgelassen. Ich glaube, es waren knappe 2 Stunden. Schönes Pay-TV-Programm. Total durchgefroren auf dieser Also echt, wir standen auf der scheiß Terrasse da oben. Waren schon total durchgefroren. Aber wir konnten uns einfach nicht abwenden von diesem... Bild und ja, das Geilste war ja am nächsten Morgen irgendwie. Warte mal, die haben uns doch dann erwischt. Warum haben die uns denn erwischt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben angerufen. Gustav war der Einzige, der sich traut, dann auf dem Zimmer anzurufen. Also, wir haben dann praktisch die Hotelzimmernummer rausgekriegt, haben ihn angerufen und der Typ hat sich nicht stören lassen. Immer wieder weitergemacht und wir so, ja, lässt ja Gott stören, lässt doch die falsche Zimmernummer. Auf einmal raus! Zack, und gerade am Telefon und geht ran und Gustav natürlich vor dem Schreck aufgelegt und er und der Typ so völlig, ich meine, wir haben ihn ja ein bisschen auf ein Konzept gebracht, so, es ging dann auch gleich runter, er hat sofort aufgelegt, guckt auf dem Fenster und sieht natürlich, wie wir uns natürlich alle so am Fenster und dann hat er, weil die hatten ja Licht an, den er sofort total rumgeschrien, hat gesehen, Licht aus, zack, Rollo runter. Und war total nächsten Morgen gehen wir früh und dachten uns schon so, ey, wenn wir die jetzt noch treffen, wir kommen rein, die sitzen gleich prompt direkt am ersten Tisch und wir uns dann noch schön daneben gesetzt, weil irgendwer saß da schon und hat uns ein Plätzchen so reingehalten. Und das war echt falsch, weil die haben uns natürlich erkannt, weil... Wir haben auch dann erst überlegt, ob wir wieder 10 Euro unter der Tür durchschieben, ob es dann weitergeht, aber hat auch nicht funktioniert. Aber es war auf jeden Fall... wir wurden am nächsten Morgen am Frühstückstisch total gemustert und es war total peinlich. Okay. Ja, na, ich glaube, Ihnen war es peinlicher als uns. Ihnen war es peinlicher als uns. Ne? Meine, er war echt eine Lachnummer. Ja. Ja, wir wollten noch, Tom wollte noch hingehen und wollte erst mal richtig besorgt haben und so, aber... Naja.